Pünktlich zum dritten Geburtstag der Plattform Gut für Nürnberg wurde jetzt die 1-Million-Euro-Marke an Spendengeldern geknackt. Die Initiative der Sparkasse Nürnberg und betterplace.org ermöglicht es, Vereinen unkompliziert und kostenfrei für ihre Projekte zu sammeln. Darunter auch die Freiwillige Feuerwehr Miemberg, die so ihr Hilfsprojekt gegen das Aussterben des Ehrenamts in Form einer Kinderfeuerwehr realisieren konnte. Dass sich die regionale Plattform so vielen Unterstützern erfreut, macht auch den Vorstand der Sparkasse Nürnberg, Dr. Matthias Everding, stolz. Ja, es sind fast 400 Projekte, die gelaufen sind, im Durchschnitt mit 3 Wünschen. Also insofern über 1200 Wünsche, die erfüllt werden konnten mit 1 Million Euro. Und das freut uns. Von Anfang an mit dabei ist der Verein Clownprojekt e.V. Die Clowns besuchen Kinder in Krankenhäusern oder ältere Menschen im Hospiz. Eine wichtige Aufgabe, die durch Spendengelder zu finanzieren ist. Für uns war es ein großer Erfolg, dort mitmachen zu können. Es hat uns viel ermöglicht. Wir haben neue Arbeitsfelder für uns finden können, so wie die Arbeit im Hospiz. Wir versuchen gerade einen Testballon in einem Altersheim umzuspielen. Es hat uns vieles ermöglicht, um professionell als Verein arbeiten zu können und auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Im Dezember steht dann bereits die nächste Spendenaktion in den Startlöchern. Denn zur Adventszeit vergibt die Sparkasse Nürnberg ihre Weihnachtsspende in Höhe von 40.000 Euro auf gutfuernürnberg.de.